Hallo, was machen Sachen? Ja, ich lebe noch. Der Juni sollte eigentlich ein ruhiger Monat werden und ich wollte ein bisschen mehr auf Twitch und YouTube machen. Ja, Spoilerwarnung, es hat nicht funktioniert. Der Monat wurde nicht ruhiger. Ganz im Gegenteil, es wurde einer der anstrengendsten Monaten und dabei ist er noch nicht mehr rum. Wir haben dann 19, wie ich das Video mache. Und ja, ich wollte einfach mal so kurz ein Update machen, weil ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen was wird sich ändern und ich nutze das quasi als Update. Es kam jetzt doch das eine oder andere, weil es sich immer ein paar Sachen verwerfen. Viele Sachen, die ich ansprechen werde, habe ich mainly auf Twitch besprochen, aber ich möchte das jetzt in dem Video nochmal so grob zusammenfassen, worum es geht, dass wir so auf einem Nenner sind und dass ihr auch so ungefähr wisst, was ich geplant habe, dass ihr ein bisschen up-to-date seid, weil alles oder vieles, was ich eigentlich vorhatte, funktioniert jetzt nicht mehr, weil momentan schaffe ich es einfach zeitlich und auch energiemäßig nicht. Liegt unter anderem oder liegt eigentlich fast größtenteils an meiner jetzigen Arbeit. Da ist gefühlt Land unter. Ich arbeite ja als Spülkraft in einem Restaurant und es ist jetzt Sommer, es ist warm. Heißt, wir haben halt sehr viele Besucher. Die Terrasse ist offen. Wir haben noch mehr so Besucher als im ganzen restlichen Jahreszeitraum. Daran habe ich nicht gedacht, dass wir noch eine Terrasse haben. Ich hatte halt den normalen Ablauf im Kopf ohne Terrasse und dachte, ja, das ist ja eigentlich noch handelbar, das kann ich machen. Ich kann ja dann vielleicht mal vor der Arbeit streamen oder halt an ein paar mehr Tagen, wo ich halt nichts machen muss, weil wir halt zu haben oder weil ich halt frei habe, weil ich bin ja nur 30 Stunden da. Und ja, das hat nicht so geil funktioniert. Gerade jetzt hat halt auch einfach, weil es ist ultra viel zu tun, es ist ultra anstrengend, gerade durch die Hitze, die ich auch komplett unterschätzt hatte. Es ist nämlich auch ein großes Problem für mich momentan tatsächlich die Hitze in der Spülküche. Ich nenne es jetzt Spülküche, weil ich bin ja halt in einem abgetrennten Raum. Also es ist eine Tür dazwischen, zwischen Spülküche und Küche. Ist es furchtbar heiß, furchtbar schwül und das ist furchtbar anstrengend für den Körper. Ihr kennt das ja selber wahrscheinlich, wenn es draußen so warm ist, ist alles nochmal anstrengender. Und stellt ihr euch vor, ihr sitzt dann nochmal in einem Raum, der noch wärmer ist. Ohne dem permanent irgendwie eine Spülmaschine, Waschmaschine, irgendwas läuft und es ist halt einfach kackenschwül und nass in dem Zimmer. Dass generell in der Spülküche noch nichts weggeschimmelt ist, wundert mich. Es ist halt wirklich ich nenne es jetzt einfach doch Flur, weil es einfach ein sehr langer Raum ist. In der Mitte steht die Spülmaschine. Es ist eine Lüftung zwar vorhanden, aber gefühlt macht die nichts. Sie sollte eigentlich dafür sorgen, dass ein bisschen Luftzirkulation kommt, ein bisschen Feuchtigkeit rausgetrieben wird, aber gefühlt ist da nichts. Ich weiß nicht, ob sie wirklich funktioniert. Ich kann nur von meinem Gefühl sprechen und von meinem Gefühl könnte die auch sein. Es würde keinen Unterschied machen. Und wir haben Fenster, das halt auch nichts bringt. Bei einem Flur mit nur einer offenen Seite fehlt der Luftzug. Ist echt doof. Selbst wenn die Tür auf ist, geht alles an meinem Flurzimmer vorbei und das bisschen Wind gibt halt nur direkt vorm Fenster, was halt echt kacke ist. Und das ist furchtbar anstrengend. Und dann habe ich halt auch einfach keine Energie mehr, großartig was zu machen und auch keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Seien wir ehrlich, momentan habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe so keinen Bock auf die Arbeit, auf dann irgendwas, weil das zieht mich gerade so runter. Aber ja, ich habe immer noch keine neue Arbeit. Ich wollte die Arbeit auch nicht so lange machen, so als übergangsmäßig, aber ja. Ja, und sonst sind wir hier und arbeite schon monatelang da in dem Laden. Ja, ich hoffe, vielleicht finde ich ja bald neue Arbeit, dass ich auch ein bisschen mehr Laune habe, auf nebenbei irgendwas zu machen. Und ja, ich könnte eigentlich ein ganzes Video machen, wie kacke meine Arbeit ist, wie kacke ich meine Arbeit finde, aber ich glaube, das will sich keiner angucken. Deswegen wechselt jetzt das Thema. Ich habe weniger Zeit, weniger Energie durch halt anstrengende Arbeit. Und was momentan auch eine Sache ist, ich habe momentan auch einige Aufträge. Also ich habe auch einige große Aufträge bekommen, zum Glück. Die meisten werde ich wahrscheinlich nicht zeigen. Einmal, weil ich einen Auftrag nicht zeigen möchte. Ich werde vielleicht da mal ein Video drüber machen, weil der Kunde furchtbar anstrengend war. Der ganze Auftrag war furchtbar unangenehm und ich könnte das als Beispiel nutzen, was man so alles nicht machen sollte, wenn man mit einem Künstler arbeitet. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich einen wirklich so an die Karre fahre. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Und die anderen Aufträge habe ich leider selber verduselt, großartig was aufzunehmen. Hier und da habe ich ein bisschen was aufgenommen und werde mal gucken, ob ich das für ein Video nutzen möchte. Es geht um Schaki und Zieze, die ich halt echt furchtbar gerne habe. Und ihr könnt unbedingt mal bei beiden vorbeischauen auf Twitch oder bei Zieze auf YouTube. Ich verlinke einfach mal die Kanäle unten. Beide echt sympathische Menschen, schaut da mal vorbei. Für beide mache ich halt viel, was halt so Kunst angeht, so Emotes, Merchandise und so ein Shit. Schaut da unbedingt mal vorbei. Die haben momentan einiges bei mir im Auftrag gegeben, aber beide sind halt echt cool mitzuarbeiten. Die haben auch ein bisschen Verständnis, wie ich ihnen gesagt habe. Ich brauche ein bisschen länger als sonst, weil es mir halt
Ja, gleiches Thema. Das ist halt echt anstrengend gerade. Aber check die beiden aus, sie sind furchtbar lieb. Und bleiben wir gleich bei dem Thema Aufträgen. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich habe für mich beschlossen, weil momentan habe ich einfach auch nicht großartig Lust, muss ich ehrlich sein, mir weitere Aufträge zu nehmen, was 3D-Modelle angeht, weil da ist letzte Zeit so viel schiefgelaufen. Ich habe echt coole Leute. Ich habe Sachen für Conninus gemacht, für Euchelkatz, fürs Salix. Die sind echt coole Leute. Auch schreibt, ich verlinke einfach mal alle Leute. Die haben echt super nice. Die haben immer mal Ausbesserungen und sonst was. Da habe ich nie ein Problem gehabt, aber ich habe letzte Zeit so viele andere Leute, deren Sachen ich nicht zeigen darf, deren Sachen ich nicht zeigen will. Und die sind furchtbar anstrengend mit zu arbeiten. Und es hat einfach momentan für mich einfach keinen Wert mehr. Das Geld, was ich drüber verdienen würde, ist die Kopfschmerzen rein nicht wert. Gerade wenn es jetzt weniger um V-Word-Modelle geht, was halt noch relativ einfach ist, weil da ist meistens klar, ich gebe dem Bild und hier mach du mal. Meistens sind es nur Texturen, die gemacht werden sollen. Wenn es dann mehr um unique Model gibt, dann habe ich irgendwie immer das Pech, an Leute zu treffen, die einfach keine Ahnung haben oder sich Sachen vorstellen, die nicht als VTuber funktionieren und man versucht das zu erklären und es funktioniert nicht und das ist alles echt eine richtige Kopfschmerzarbeit. Ja. Es ist zu frustrierend, deswegen werde ich jetzt sagen, ich werde momentan erstmal keine 3D-Modelle aller möglichen Art unique anfertigen. Ich werde ein bisschen Stuff für Boost-Kanäle machen. Ich werde vielleicht auch den einen oder anderen Charakter so machen und ihn halt über Boost verkaufen oder über VWord Hub verkaufen oder zum Download anbieten. Aber ich werde keine Aufträge mehr in 3D-Richtung annehmen. Das ist mir momentan alles zu eine starke Kopfschmerzerei. Momentan bleibe ich erstmal nur bei Zeichnungen. Das ist alles deutlich einfacher. Das ist deutlich klarer kommunizierbar. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass das nicht funktioniert mit der Kommunikation, aber den anderen, weil, ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach für mich zu anstrengend momentan, da großartig was zu machen. Deswegen lasse ich es erstmal, vielleicht später mal. Und ich habe nämlich noch eine andere Idee. Ich hatte da schon länger drüber nachgedacht. Ich hatte mit jemandem schon mal drüber gesprochen. Und ich will so einen kleinen Teaser machen, weil das ist eine Sache, die ich unbedingt machen möchte. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr Erfahrung, was Blueprints angeht. Ich möchte ein neues Spiel machen, was jetzt ein bisschen mehr aufwendiger ist, wie das Pac-Man-Gedöns oder das Backroom-Gedöns, sondern ich möchte ein Fighting-Game machen. Also du hast halt zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen. Ja, mehr will ich dazu noch nicht verraten, weil das, was ich plane, da brauche ich Zuspruch von anderen Leuten, ob es okay ist, sie zu nutzen, weil man muss ja wenigstens mal gefragt haben. Bevor man da weitermacht und das will ich jetzt abklären. Ich werde demnächst, also ich bin das grobe Prototyp, habe ich fast fertig, also die Funktion, dass sie funktionieren, dass man halt sich verprügeln kann. Sobald das funktioniert, wie ich das möchte, also man kann sich auf die Schnauze hauen, das funktioniert alles. Es fehlen nur noch die Kombos, die müssen funktionieren. Das funktioniert noch nicht so, wie ich das haben möchte. Sobald das funktioniert, werde ich gegebene Leute anschreiben und nachfragen, ob das okay ist. Vielleicht werden wir in einem Twitch-Stream mal ein paar Konzeptart machen für die Charaktere, damit ich halt schicken kann. Kannst du? Ist das okay? Können wir das machen? Willst du da mitmachen? Ich weiß nicht, ob ich damit vollkommen auf die Schnauze falle oder ob es der ein oder andere einfach Bock hat, da mitzumachen. Einfach bei LOL, keine Ahnung. Kann sein, dass das halt echt lustig wird. Es ist halt wirklich so ein Beat'em'up, fände ich halt lustig. Hatte schon länger mal vor. Aber wie gesagt, man braucht ja Charaktere für so ein Beat'em'up und ich brauche ja halt, ja, ich wollte jetzt keine Random-Charaktere nehmen. Ich fand es viel, viel lustiger, wenn man sagt, okay, ihr sucht sich eine Gruppe, so ein Thema und die hauen sich dann auf die Schnauze. Wie gesagt, wenn ich die ersten Leute habe, seien es auch nur drei, vier Stück. Werdet ihr mehr erfahren, um welche Leute es sich handelt? Vielleicht findet ihr die Idee auch toll oder lustig. Vielleicht stehe ich auch alleine da und finde das alleine lustig. Passiert ja auch ab und zu mal, dass ich eine Idee habe. Die finde ich super, die findet halt kein anderer super. Ja, wird sich dann zeigen. Wie gesagt, da will ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Sobald ich die ersten Leute habe, die sagen, jawohl, kannst du machen, kannst du meinen Charakter nehmen und der kann anderen auf die Schnauze hauen. Werdet ihr mehr erfahren, weil dann habe ich ja schon mal eine Prämisse, schon mal irgendwie einen Anfang. Und nicht nur so, ich kann jetzt Dummies sich gegenseitig aufs Maul hauen lassen. Wird ein größeres Projekt, wird ein bisschen was zu tun sein. Ich werde ein bisschen mehr lernen müssen, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Und der ein oder andere, vielleicht hat sie mal mitgekommen, ich wollte ja eigentlich einen Zweitkanal noch starten oder der ist schon da, das ist so ein
Platz, wo ich eigentlich alles hinpacke, wo ich den, dass ich nicht auf den Hauptkanal packe. Wir wollten ja eigentlich ein paar Reaktionen machen. Ich weiß nicht, ob ich da großartig auch was weitermachen werde. Wer da Bock drauf hat, ich pack den auch unten in die Beschreibung. Vielleicht hier und da, dass man da hier und da irgendwie was gucken, eine Dokumentation oder wir gucken uns ein Video an. Ja, das war an für sich ganz lustig, aber momentan zeitmäßig muss ich erstmal gucken, wo ich bleibe. Vielleicht wird ja der August ruhiger, mal schauen. Ja. Vielleicht habe ich ja auch im September eine neue Arbeit und habe da ein bisschen mehr Zeit und Bock, wieder was zu machen oder viel mehr Energie, irgendwas anderes zu machen. Ja, und ja, soweit, so viel dazu. Dann erstmal danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schreibt ja mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr eine Ahnung, was ich für ein Fight Game machen möchte, wer sich auf die Schnauze hauen darf oder welche Gruppe. Vielleicht habt ihr ja die gleiche Idee. Keine Ahnung. Ich hab auch keine Hinweise gegeben. Vielleicht baue ich irgendwie einen kleinen Hinweis ein und ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und man sieht sich dann. Auf Wiedersehen.